Stadt, jeder gegen jeden, jeder alleine. Wir sehen nicht mehr die Sonne scheinen, sondern die Scheine tun Dinge, für die Worte nicht reichen. Mord muss sein, hassen es an, wollen was verändern, doch lassen es dann, lassen es ganz. Wir stehen uns selber im Weg und fühlen es. In den 90er Jahren konnten wir 4 Delfinarien in Deutschland schließen durch unsere Protestaktionen. Und jetzt gibt es eine Tendenz in die andere Richtung. In Rügen soll ein neues Delfinarium gebaut werden, was dann 5 Delfinen, also Tümmlern, großen Tümmlern, die Freiheit nehmen wird. Und das wollen wir verhindern. Deshalb sind wir hier, sammeln Unterschriften, um Druck aufzubauen gegen die Touristikindustrie und ihnen zu sagen, dass die bundesdeutsche Bevölkerung gegen Delfinarien ist und wir eben den Bau des Delfinariums verhindern möchten. All for one, das ist alle für ein. Ich blicke umher und sehe keine, die Blicke sind leer. Diesen eisigen Zeiten, wir irren umher und wollen nur immer mehr. Ich sehe ein blutendes Meer und die Natur schreien. Sehe unsere Zukunft gefährdet und das Unheil. Sehe, wer regiert auf der Erde, es ist Dummheit. Junge, es ist Zeit, das zu ändern, sonst ist es leider zu Ende. Lass uns gemeinsam die Hände reichen und zeigen, wie es sein kann. Wir bringen die Welt wieder in Einklang, glaub mir, alles geht. Die Realität ist die Zukunft der Leute von gestern. Und du darfst nie vergessen, Homie, das sind morgen wir. Heb die Faust, rebellier wie ein Demonstrant. Gib nie auf und marschier, bis die Rettung naht. Wir sind komplett am Marsch, wenn wir nichts machen. Es ist Zeit zu handeln, alle für eine für alle. Komm, komm! Gebt nicht auf und hebt die Faust hoch. Gemeinsam gehen wir den Herzenweg rauf und blicken nicht zurück. Stehen zusammen da, frei und Hand in Hand, einer für alle. Lass dich nicht unterkriegen, sag was du zu sagen hast. Lass dir nicht den Mund verbieten, wir marschieren für den Frieden. Dies ist unser Kampf gegen den Untergang. Gemeinsam einer für alle und auf unserer Internetseite unmöglich.org und dann setze ich euch auch so eine kleine jeder gegen jeden, jeder alleine. Wir sehen nicht mehr die Sonne scheinen, sondern die Scheine tun Dinge, für die Worte nicht reichen. Mord nur sein, hassen uns an, wollen was verändern, doch lassen es dann, lassen es ganz. Wir stehen uns selber im Weg und fühlen uns manchmal wie auf dem Steg, ohne vorne und hinten, mitten im Seemoment. Die Welt ist am Ende, dreht sich im Kreis wie ein Lenker. Wir sind krank, lieben Cash mehr als Tiere und Menschen. Und es ist schwierig zu ändern, auch wenn du gehst und wirst. Das ist wie wählen zwischen Krebs und AIDS. Nein, danke, das ist, als wären wir alleine im Dunkeln und hätten keine Lampe, kein Licht, keine Führung. Okay, heute ist unser Aktionstag und wir haben halt sehr viel geschafft und wir haben auch sehr viele Unterschriften gesammelt und 90% waren auf jeden Fall dagegen, das haben wir gemerkt und die hatten halt auch sehr Mitleid mit den Delfinen, was da abgeht und wir hoffen, dass wir es schaffen, dass auf Rügen halt kein Delfinarium gebaut wird. Das ist alle für ein. Ich blicke umher und sehe keine für kein. Die Blicke sind leer in diesen eisigen Zeiten. Wir irren umher und wollen nur immer mehr. Ich sehe ein blutendes Meer und die Natur.
schreien, sehe unsere Zukunft gefährdet und das Unheil. Sehe, wer regiert auf der Erde, es ist Dummheit. Junge, es ist Zeit, es zu ändern, sonst ist es leider zu Ende. Lass uns gemeinsam die Hände reichen und zeigen, wie es sein kann. Wir bringen die Welt wieder in Einklang, glaub mir, alles geht. Die Realität ist die Zukunft der Leute von gestern. Und du darfst nie vergessen, Homie, das sind morgen wir. Heb die Faust, rebellier wie ein Demonstrat. Okay, ja, also das war heute sehr gut, weil wir haben ganz viele verschiedene Leute getroffen, von der Einstellung, von den Nationalitäten her. Es war sehr beeindruckend, wie Leute reagiert haben und auch wie viele Leute es gar nicht wussten, was alles in Rügen jetzt so gefahren wird mit dem Delfinarium. Und dann konnte man ihnen einfach in kurzen Worten was nahebringen und die meisten haben schnurstracks reagiert und wollten gleich unterschreiben. Und entweder unterschreiben oder einfach die Informationen mitnehmen, weil die meisten waren ja leider im Urlaub hier und wollten sich natürlich die Stadt anschauen. Das haben wir auch natürlich so hingenommen und ja, da haben wir einfach einen guten Beitrag wieder geleistet und können stolz auf uns sein. Hand in Hand, einer für alle! Lass dich nicht unterkriegen, sag, was du zu sagen hast. Lass dir nicht den Mund verbieten, wir marschieren für den Frieden. Dies ist unser Kampf gegen den Untergang, gemeinsam einer für alle und...